Ja, hallo, der Michael von Mika News. Ich bin auf dem Weg ins schöne Sachsenland. Und zwar geht es diesmal in das Dreieck Gera, Chemnitz, Plauen. Dort genau, fast genau in der Mitte, befindet sich der Ort Zwickau. Und dort heimisch ist die RC-Bande Zwickau. Und die werde ich heute mal besuchen. Ich bin auf dem Weg dahin. Man gelangt dorthin über, ja, entweder über die A4, über die A9 oder die 72. Danach kommt man direkt rein in den Ort und schon ist man da. Wer die 72 nimmt, der ist quasi direkt schon vor Ort. Wer über die A4 kommt, der muss erst Chemnitz oder, wenn er aus Leipzig kommt, schon eine Abfahrt vorher ein bisschen über Landstraße fahren und schon gelangt man dahin. Ich bin jetzt angekommen bei der RC-Bande Zwickau e.V. Modellautorennstrecke Onroad befindet sich im schönen Zwickau. Hier ist das Tor. Ihr müsst natürlich vorher fragen, ob jemand vor Ort ist. Ansonsten bei Rennveranstaltungen, Gastfahrertagen, freien Trainings ist hier die Anlage geöffnet. Ihr seht es im Hintergrund, wir haben hier einen Fahrerstand. Wir haben hier ein überdachtes Fahrerlager für ein paar Plätze und ich würde sagen, wir schauen mal kurz rum. Wir gehen jetzt mal rein. Wir haben vor dem Gelände ausreichend Parkplätze. Wir haben hier eine Asphaltstrecke, die eine Streckenlänge hat von 210 Meter. Wir haben hier ein kleines überdachtes Fahrerlager, da könnt ihr drunter eure Stühle und Tische aufstellen. Natürlich könnt ihr auch noch ringsrum eure eigenen Pavillons mitbringen. Hier sehen wir eine Helferpostenübersicht über die Strecke und das Layout mal von oben. Heute vor Ort ist auch mal der Marcel. Ihr seht, die Strecke ist leicht abschüssig und geht so leicht im Bogen. Hat also quasi so einen eigenen Reiz. Gelände ist abgesperrt. Wir haben in den Kurven sind Curbs ausgelegt, also einfache Deckel sind dort, liegen dort und ansonsten rot-weiß abgegrenzt, damit ihr die Streckenführung genau erkennen könnt. Es gibt verschiedene Fahrmöglichkeiten, wie ihr seht. Es gibt hier noch zwischendurch eine Möglichkeit, anders zu fahren oder eben das als Boxengasse zu nutzen. Hier haben wir den Fahrerstand. Der Fahrerstand ist überdacht. Daneben haben wir die Zeitnahme. Ihr habt hier Strom vorhanden und nicht wundern, WCs gibt es hier auch im angrenzenden Jugendclub. Also hier gibt es angrenzend noch einen Jugendclub und dort könnt ihr die sanitären Einrichtungen nutzen. Fahrerstand, circa 8 Leute haben hier problemlos Platz. So, Strecke hier mal Überblick. Nicht wundern, der Marcel macht gerade hier die Strecke etwas sauber. Ich muss mich selber erstmal reinfummeln, wie hier gefahren wird, weil wir stehen ja hier oben auf dem Fahrerstand. Es gibt hier, wie gesagt, verschiedene Fahrmöglichkeiten. Wenn wir zum Beispiel dort hinten an, dort ist ja die Startaufstellung, wenn wir dort runterfahren, kommen wir hier ins Infield rein. Geht gleich leichte Linkskurve, Spitzkehre, Spitzkehre. Fahren wir hier nach unten, wieder eine Spitzkehre. Geht hier nach unten. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, hier reinzufahren, nochmal reinzufahren. Und dann kommt hier das Infield mit verschiedenen Kurvenpassagen, Spitzkehren, leicht abgerundete Kurven. Und dann fährt man hier nach unten
und kommt hier durch das Geschlängel. Die ist auch ganz cool, wenn man hier anbremst. Schön reinfahren, kann man hier den Schwung schön mit auf die Gerade nehmen und mit Vollgas darüber fahren. Ja, eine schöne Strecke durch diese Abgrenzung von der blauen Farbe und dem normalen Asphalt und auch den rot-weißen Markierungen in den Kurven und Deckeln hat man einen schönen Überblick bzw. lässt sich das Ganze auch schön auseinanderhalten. Wenn wir hier auf die Rückseite gehen, wir haben hier auf der Rückseite einen Skaterpark und hier haben wir dementsprechend genug Möglichkeiten auch noch zu parken. Übrigens auf der anderen Seite, da werde ich jetzt auch noch gleich hingehen, dort kann ich euch die Offroad-Strecke vorstellen. Ja, der Verein hat zwei Strecken, eine Offroad-Strecke und eine Onroad-Strecke. Die Offroad-Strecke 270 Meter Kunstrasen und hier sehen wir nochmal die Onroad-Strecke mit den 210 Metern. Ich habe ein Auto mitgebracht. Also, es gibt hier eine Kamerafahrt mit dem Auto auf der Strecke. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe ansehen aus Fahrersicht bzw. aus Cockpitsicht. Ja, viel Spaß beim Zuschauen.